Wir Waldbesitzer und Gesellschaft brauchen klimastabile Wälder. Das haben die Extremwetterereignisse der letzten Jahre gezeigt und die Prognosen belegen das auch. Daher ist es nötig, dass Forstleute und Jäger eine Allianz für Wald und Wild bilden. Mir als Waldbesitzer ist es ein elementares Anliegen, einen Wald zu begründen, der mit klimastabilen Baumarten, unter anderem auch wie Douglasie oder Roteiche, dann dem Wetter bestmöglich trotzen kann. Damit Anpflanzungen und Kulturen wachsen können, ist es mancherorts notwendig, die Anzahl an Rehen und Hirschen zu reduzieren. Das gilt oft nur temporär oder regional. Wir wissen, zu hohe Wilddichten können einen Waldbau nicht nur verzögern, sondern auch deutlich beeinträchtigen. Für die Gesellschaft geht es dabei oft nur um ein entsprechend artenreiches und gesundes Waldbild. Für uns Waldbesitzer ist das Daseinsvorsorge. Hier sind wir, liebe Jägerinnen und Jäger, auf Sie angewiesen. Ein Waldumbau für die Zukunft kann nur gelingen, wenn das Hand in Hand geht. Ein sich wegducken, ein interessiert mich nicht, kann und darf es nicht geben, weil die Vermeidung von Wildschäden Vorrang vor der Erstattung hat. Wir müssen miteinander und nicht übereinander reden. Und vor allen Dingen, wir müssen gemeinsam handeln.